Das ist ja der Grund, warum wir einen Aquarienladen haben, weil wir Aquarien gerne pflegen wollen. Mosaikfadenfische, einfach nur, weil das wunderschöne Tiere sind. Dann wächst da auch schon so eine große Echinodorus direkt aus der Blüte. Und das ist jetzt 5,5 Jahre alt, circa? Seit es den Laden gibt. Wir können da ganz kurz reinschauen, aber es schaut... Das schaut da, zeigen willst, ja. Ja, es schaut da eher nicht so gut aus. Ist natürlich nicht so schön wie draußen. Willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich für Liquid Nature, den schönsten und besten Aquarienshop in Österreich, wenn nicht sogar Europa. Wir schauen mal rein, ist noch vor den Öffnungszeiten, aber der Stefan hat schon alles vorbereitet. Und ja. Hier ist auch schon der Stefan. Wunderschönen guten Tag. Wie geht's, wie steht's? Freut mich, dass du schon da bist. Wir haben ja noch gar nicht geöffnet, es ist heute noch in der Früh. Sehr ungewohnt, normalerweise drehen wir immer abends. Jetzt habe ich gerade bemerkt, die Regalbeleuchtung leuchtet noch nicht, aber ich glaube, das ist ja gar nicht so schlimm. Okay. Und normalerweise drehen wir auch für Liquid Nature, also da rede ich eher weniger. Deshalb kannst du natürlich heute ein, zwei Mal ins Wort fallen, weil sonst ja meistens durchredest. Dann fangen wir mal mit dem verhasstesten Platz bei Liquid Nature an. Das ist die Kasse. Ja. Alle hassen diesen Bereich. Hier gibt es halt Geld und Zeug, also ja. Aquascaping Tools, alles was man so benötigt, Pinzetten, Scheren, Pinsel, Bürsten, was haben wir da noch hier? Ja, ein bisschen Glasware, dann Lebendfutter, Kühlschränke, die hast du fast vergessen. Ah stimmt, die habe ich vergessen einfach. Ja, Lebendfutter natürlich, damit die Fische auch immer gut versorgt sind und darunter Tiefkühlfutter, das kann man ein bisschen besser lagern. Fressende Fische auch werden. Was die Produkte angeht, schaue ich noch mal so ein bisschen durch. Hier zum Beispiel gibt es die EarPLC Contest Booklets von 2022, von 2023. Ist immer so, dass wenn die einmal ausverkauft sind, dann kommen die im Normalfall nicht nach. Also jetzt zum Beispiel 2021 bekommt man jetzt nicht mehr. Also wenn ihr da ein Interesse habt, ist immer sehr viel Inspiration drinnen. Auch sehr cool, vor allem wenn man mitgemacht hat natürlich. Wenn man da dann sein Foto drinnen hat, ist auch cool. Aber auch so zur Erinnerung, zur Inspiration, sehr zu empfehlen. Dann hier hinten sind verschiedene Ersatzteile und hier hinten sind einige Tools, vor allem halt auch viele ADA-Tools und ich muss mittlerweile sagen, dass die echt am besten sind. Also die Scheren und vor allem auch die Pinzetten, kann ich noch sehr empfehlen, sind halt echt mega nice, also von der Verarbeitung, von der Qualität. Natürlich gehen auch so günstigere Scheren auf, vor allem wenn man jetzt anfängt, vielleicht zu einer Masterline-Schere oder von den Aquaowner-Tools. Aber wenn ihr es ein bisschen ernster angehen wollt, dann kann ich euch die ADA-Tools echt empfehlen. Unsere Produktregale sind nicht besonders groß, weil ich finde, man braucht gar nicht so viel Zeug. Deswegen haben wir auch ein schmales Sortiment. Wir haben hier so ein bisschen thematisch versucht zu trennen. Unten ist Bodengrund, darüber so Sand und Dekoration, Klebstoffe, Naturprodukte, um das Wasser aufzubereiten, Futtermittel natürlich, ja, Fische wollen ja auch was futtern und dann auch so Lebendfutter, Selbstproduktion, ein bisschen Wassertests, obwohl ich Wassertesten hasse. Also hier noch so ein bisschen im Detail. Ich finde es euch doch ganz interessant, was für verschiedene Futterarten und Produkte es so gibt. Zum Beispiel hier von Streambits, von Dr. Basler ist jetzt relativ neu. Natürlich von Arca kann ich sehr empfehlen. Das Biogramm Nano oder das normale Biogramm ist mein Favorit, was das Futter angeht. Biozertifiziertes Futter. Das heißt, dass alle Rohstoffe aus kontrolliertem Bio-Anbau sind, also auch das Fischmehl ist halt Bio und halt nicht irgendwelche Abfälle, sondern hochwertiges Fischmehl und Fischöle. Dann gibt es hier noch von Dennerle so ein, zwei Arten, ich glaube eh nur das Color Booster und noch einige gefriergetrocknete Futterarten von Serra, zum Beispiel hier Krill, rote Mückenlarven, sind mal erstaunlich, wie leicht die Dosen sind. Dann Sandkies, hier natürlich der ADA La Plata Sand und der Colorado Sand, die schönsten Sandarten. Hier der Aqua Gravel und der Tropical River Sand, der passt ganz gut zum La Plata Sand gemischt. Und dann hier ein paar Vio-Kieselsteine und Bodengrundarten, also hier ADA von Chihiros und Tropicasol. Mein Favorit ist der Tropicasol, den benutze ich eigentlich immer und habe damit die besten Erfahrungen gemacht. Hier noch so ein bisschen Jungle Base, also für Terrarien und Wabikusa. Jungle Base, also der Untergrund. Und hier noch Soil, wo auch so ein bisschen Aktivkohle reingemischt ist. Also auch für so Wabikusa ganz gut. Und dann hier noch, was ich auch sehr cool finde, von Dennerle, die Kies- und Gravel-Arten. Also hier zum Beispiel Congo Gravel. Hier der Rio Xingu ist auch sehr schön. Und hier so abgerundete Steine, kann ich sehr empfehlen. Zum einen die Dosen hier. Oder halt gleich, wenn man mehr braucht, sein Kübel. Die zahlen sich auch schneller aus, weil die Dosen kosten 8 Euro, die Kübel kosten 13 Euro und das sind 2,5 Kilo und 500 Gramm. Aber natürlich, wenn man nicht so viel braucht, nur so ein paar Details,
machen die Kleinen auch Sinn. Dann hier oben natürlich auch Arca und Microblift Produkte. Die sind meinen Partnern, die supporten mich bei den Videos. Also die ganzen Produkte verwende ich jetzt auch schon mehrere Jahre. Eigentlich schon fast seitdem ich angefangen habe, zum Beispiel Special Blend oder Night Out 2 und Gelfilter und jetzt noch ganz neue Tabacto Shot. Also auch sehr zu empfehlen. Es ist ja immer so, dass es von vielen Firmen nicht alles gibt, sondern nur ausgewählte Sachen. Stefan und Philipp sind da immer am Schauen, dass es hier noch Sachen sind, die sie selbst mal getestet haben und für gut empfinden. Und das macht das Sortiment auch aus, dass es nicht von jeder Firma alles gibt und man dann schauen muss, was am besten ist, sondern dass halt wirklich von überall das Beste ausgewählt wird. Hier auch Sekundenkleber, einmal der Liquid Garden Sekundenkleber oder auch hier der von Microblift, gibt es jetzt auch in Flüssig. Und auch hier der Polyglue von Microblift, den sie auch oft noch zusätzlich zu verkleben. Und jetzt auch neu, der Oase Foam Fix, vor allem für Terrarien, ganz praktisch, zum Rückband machen, also so ein PU-Schaum in Schwarz, der auch sicher ist für die Tiere. Auch sehr cool, dass der jetzt im Sortiment ist, ist relativ neu. Hier haben wir dann ein Regal mit Technik, also alles, wo ein Kabel dranhängt, und Dünger. Ja. Oh, warte, die, machen wir die Tür noch zu. Die Türe noch schnell zumachen. Dann können wir gleich noch das, für mich nicht das Wichtigste, aber für viele das Wichtigste, oder für dich? Ja, die T-Shirts. Fast. Liquid Nature T-Shirts. Auch nicht Pipi weg, sondern die Kaffeemaschine. Achso, ich dachte, du meintest Pipi weg. Nein, eigentlich nicht. Aber falls ihr auch Fellträger habt, also Hunde, Katzen und oder Nager, mit Pipi weg bekommt ihr die Flecken und den Geruch entfernt. Sehr, sehr nice tatsächlich. Ja. Und ja, natürlich, hier fließt unser Lebenselixier, die Kaffeemaschine. Ja. Also ich glaube, ich habe heute schon meinen zweiten Kaffee und jetzt haben wir Viertel zehn. Also da wird sich noch der ein oder andere Kaffee heute ausgehen, denke ich. Okay, über die Produktregale will ich euch gar nicht so viel erzählen. Ich glaube, die Pflanzen, ja, muss man da viel sagen. Hier gibt es In-vitro-Pflanzen. Das sind die, ja, die sind in kleinen Bechern gezüchtet werden. Sie sind quasi steril, das ist ganz cool. Wir haben da eine schöne Auswahl, denke ich, da von Tropica, Denali und AquaArt. Und ich versuche die immer so voll wie möglich zu machen, so dass mich der Philipp verflucht. Der fragt dann immer, wie er das alles da einräumen soll. Ja, du bestellst und der Philipp räumt ein. Also vielleicht noch ganz kurz, du bist ja der Stefan von Liquid Nature. Du hast Liquid Nature gegründet, aber nicht alleine. Richtig, also ich bin der Stefan. Ich bin einer der Mitgründer von Liquid Nature. Das zusammen mit dem Philipp ursprünglich gegründet. Jetzt ist auch noch der Christoph mit an Bord. Und so betreiben wir zusammen als Chefs den Laden. Ich kümmere mich bei uns vor allem um Einkauf und Verkauf. Und beim Einkauf gehe ich immer allen auf die Nerven, weil ich lieber ein bisschen mehr bestelle als ein bisschen weniger, damit mehr für euch da ist. Ja. Also auch bei den Pflanzen bin ich immer eher auf der Seite, ein bisschen mehr einzukaufen, damit alles schön prall und gefüllt aussieht. Und ich finde sie auch ganz cool, weil ich bin ja auch ein Pflanzensammler. Und wenn ich dann diese Bestelllisten sehe und da kommen irgendwelche Posten, die vielleicht neu sind oder die einfach eher selten verfügbar sind, dann nehme ich lieber gleich 20 oder 30, damit halt für alle genug da ist. So wie jetzt diese neuen Kryptokerinen von Denali, die jetzt so strahlend grün sind. Die werden später dunkelorange, die haben wir auf der Hinterzug gesehen. Wirklich eine nice neue Pflanze. Und da habe ich lieber gleich ein paar mehr genommen. Ja. Was der Stefan hier ein bisschen vergessen hat, sind so ein paar Raritäten. Und zwar gibt es auch hier immer verschiedene Moosarten, die ein bisschen seltener sind, oder Farne. Zum Beispiel hier der Obscurum-Farn oder hier zum Beispiel Moos, das ist das Riccardi Graffei. Oder hier das Kamerun-Moos, also immer verschiedene Moosarten. Hier zum Beispiel Fissidens-Arten, hier das Miroshaki, das Vietnam. Also ist auch immer gut, hier einmal reinzuschauen, das Mini-Taiwan. Also sehr viele verschiedene schöne Varietäten. Da sind ja die Pflanzen E-Meers, also Überwasser. Mhm. Also zum Beispiel Anubias, ein paar Puzifalandras, ein paar Krypten. Ja, da muss man vielleicht gleich ein bisschen weiter ausholen. An sich züchten die ja alle über Wasser, also in Glashäusern wachsen die. Und manchmal ist es schlecht, wenn die in diesen Töpfchen unter Wasser gesetzt werden, da funktioniert die Umstellung nicht so gut. Deswegen lassen wir die E-Meers. Und wenn die Leute die kaufen, dann nimmt man den Topf hier weg. Ja, und dann funktioniert das mit der Umstellung viel, viel besser für die Pflanzen. Außerdem hat man so weiterhin die Möglichkeit, die E-Meers zu behalten für ein Wabikusa oder ein Paludarium. Du bist ja mittlerweile auch 50% Terrarianer. Ja. Und da ist das natürlich auch praktisch, wenn man die Pflanzen gleich im richtigen Modus kaufen kann. Ja.
Ja, und dann hier sind halt manche Pflanzen, denen das halt nicht so viel ausmacht. Genau, die Easy-Cheesy-Pflanzen, so wie Wasserfreunde, Hygrophyllen oder die Farne, die machen das Easy-Cheesy mit, auch manche Kryptokerinensorten, wie die Ventis. Manche Pflanzen züchten wir unter Wasser, so wie die Busephalandren. Die hier ist mega krass, oder? Ja. Broad Blue Leaf, da versteht man sofort, warum die so heißt. Und auch das, ich glaube, das ist meine allerliebste Busephalandra. Brownie Blue, die ist so schön klein und hat so schöne Blätter. Ja, ich glaube, die ist auch mein Favorit. Und hier gibt es auch eine Unterteilung von den zwei Aquarien. Genau. Einmal hier haben wir Low Energy, also einfache bis mittlere Pflanzen. Deswegen hängen auch nur zwei Lampen relativ weit oben, damit es nicht zu hell ist. Aber mit CO2 und zwei Außenfiltern. Ja, das ist ja klar. Ja. Ja, also, muss dazu sagen, ist ja nicht überall klar. Das stimmt schon. Also ich finde, CO2-Anlagen gehören zu einem gesunden Pflanzenaquarium dazu, so wie eine Lampe auch. Und deswegen haben wir alle Aquarien im Laden tatsächlich mit CO2 laufen. Und ich glaube, wir wollen das auch nicht ändern. Also ich finde das eigentlich ganz gut so. Ich habe auch einen Affiliate-Link von Liquid Nature. Also schaut in die Beschreibung vorbei, da gibt es einen Link. Einfach den anklicken, bevor ihr was einkauft. Also wenn ihr irgendwas braucht an Zubehör, Pflanzen, dann schaut bei Liquid Nature im Onlineshop vorbei oder natürlich auch hier im Laden. Und hier haben wir dann High Energy, drei Lampen, etwas niedriger. Ansonsten das gleiche Setup. CO2, ein Außenfilter, aber zwei Kreisläufe. Also das ist im Endeffekt das Gleiche. Nur mit lichthungrigeren Pflanzen, also vor allem rote, aber Stängelpflanzen generell freuen sich ja über ein bisschen mehr Licht, hätte ich gesagt. Ja, und da sind auch viele dabei, die was selbst gezüchtet sind, schon Zuckmeers. Ja, ja, leider gibt es ja nicht alle Pflanzen in anständiger Qualität oder gibt es gar nicht überhaupt erhältlich. Deswegen produzieren wir ein paar Arten einfach selbst, so wie zum Beispiel Persicaria Pak Chong. Das ist einfach eine wunderschöne Pflanze, ist wirklich grandios fürs Hobby und deswegen züchten wir die dann ganz einfach unter Wasser. Auch so Lotussorten, also Nymphaea gardneriana, den kleinen Lotus, wunderschöne Pflanzen. Und die kriegt man sonst einfach nicht und deswegen machen wir die halt selbst. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen Zubehör, so Ersatzteile für die Außenfilter, so Schwämmchen und ich weiß gar nicht, was da sonst noch hängt, Kescher. Ja, so ein bisschen Zubehör. Zubehör halt, ja. Die hier, die mag ich irrsinnig gern, weil die sind gleichzeitig Ladendekoration und Produkte. Ich finde die gut. Also die World of Green Bilder habe ich sehr, sehr gerne. Ich hänge mir auch ein paar zu Hause auf. Und dahinter ist noch die Quarantäne und Lager. Ja, wir können da ganz kurz reinschauen, aber es schaut da, zeigen willst, ja, es schaut da eher nicht so gut aus. Ist natürlich nicht so schön wie draußen, aber... Ja, also hier ist unser Quarantäneregal. Weil natürlich auch wir nicht immer Fische bekommen, die so aussehen, wie sie aussehen sollen. Und dann bleiben die hier, bis die gesund sind und dann kommen die nach vorne. Und wie schon erwähnt, bestelle ich immer ein bisschen zu viel Pflanzen. Deswegen haben wir dann hier zwei Aquarien, so als Pflanzenlager im Endeffekt. Ja. Und hier ist das, was bei euch im Keller rumliegt, das liegt bei uns hier rum. Alles, was man irgendwie so als Zubehör hat. In tausendfacher Ausführung. Verschiedene Boxen auch schön beschriftet. Oder? Also wir haben hier zum Beispiel auch eine Box, da steht genau drauf, was drinnen Zeug. Ist. Zeug. Aber jetzt kommt die gut hin. Deine Lieblings-Ansaugschutz. Ja, das ist mein natürlicher Erzfeind, der Filterguard. Aber ja, wenn man da Bock drauf hat, warum nicht? Ja. Okay, also soviel zur Quarantäne. Hier fängt dann schon das Lager an, aber das ist wirklich nicht so sehenswert. Ein Produktregal haben wir noch. Das ist hier mein liebstes Produktregal. Aquarien, Lampen und ADA-Artikel. Für alle, die Marke kennen, das ist furchtbar teuer, das will ich gar nicht schönreden. Aber die machen einfach das coole Zeug. Die haben immer wieder innovative Produkte, die tatsächlich eine Neuerung ins Hobby bringen. Und das finde ich irre cool, damit halt nicht immer alles gleich ist. Deswegen Props gehen raus an ADA. Ich liebe diese Firma und dieser Herr hier, das ist der Takashi Amano gewesen. Das ist der Godfather of Nature Aquarium und das ist das, was wir hier versuchen zu zeigen. Und das zeige ich euch jetzt. Ja genau, Aquarien sind ja nicht alle da, die größeren und die Limitaden Aquarien sind natürlich alles, was ins Regal passt, das steht auch im Regal. Aber diese Riesendinger, die würden da gar nicht reinpassen. Und für die Liquid Garden, für unsere Hausmarke, war einfach kein Platz mehr. Also ja, aber die Fische haben die jetzt in der Galerie eingerichtet. Ja. Ist natürlich auch viel wichtiger. Auch beim Dünger gibt es ja so viele verschiedene unterschiedliche Düngerarten. Und hier gibt es gar nicht so viele. Zum einen die ganzen Aquarebell-Dünger, die sich auch schon sehr lange bewährt haben. Und vor allem auch die Masterland-Dünger, die auch hier in den meisten Aquarien verwendet werden. Ich benutze ja auch Masterland 2, Masterland Carbo und ein bisschen Masterland 1. Und auch jetzt immer wieder die Masterland Eisen. Aber generell benutze ich Masterland auch schon mehrere Jahre.
auch gar nicht gesponsert. Ich kaufe die Dünger immer, also glauben die Leute oft nicht. Aber da ist so, dass ich die Dünger kaufe. Und sonst gibt es halt noch den Tropica, weil der halt oft gefragt wird. Aber ich bin nicht so ein großer Fan davon, weil da hier alles drinnen ist und man nicht so viel steuern kann, wenn man die Pflanzen ein bisschen mehr von den einen braucht und mehr von den anderen. Aber es kann trotzdem funktionieren. Hier oben stehen auch die Außenfilter, gibt es auch ein paar. Einmal Oase, einmal die JBL Außenfilter und einmal Aquael. Die Ultramax und die Hypermax. Ich muss sagen, mein Favorit ist der Ultramax Filter. Ist am leisesten. Ich brauche den Heizstab bei mir nicht, weil es bei mir sowieso warm genug ist. Sonst wäre noch der Oase, wäre meine Nummer 2. Ist teilweise ein bisschen lauter als der Ultramax. Der Ultramax ist echt sehr leise. Und danach kommt der JBL, weil er einfach günstig ist. Und der Hypermax ist noch sein extra klasse, weil der halt wirklich für große Aquarien ist. Da ist halt das 120p so das kleinste, wo man den noch gut verwenden kann. Ansonsten gibt es halt noch viel andere Technik. Ich glaube, die braucht man jetzt nicht so genau durchgehen. Also da könnt ihr einfach mal vorbeikommen oder im Online-Shop durchstöbern. Da gibt es natürlich auch alles. Dann hier noch Aquarien und Beleuchtung, also Lampen. Da bin ich aktuell großer Fan von den Skylight-Lampen. Einmal hier die Hyperbar und hier oben die Hyperspot. Ansonsten gibt es hier noch einige Chichirus-Lampen und natürlich einige Aquarien. Also die ganzen ADA-Aquarien, die kleineren. Und dann hier noch die UNS-Komplettsets. Hier so ein bisschen günstigere, die Cubes von Blau und die Dennerlei-Aquarien. Und hier die ADA-Ecke. Wo es auch immer wieder so ein paar Schätze gibt, zum Beispiel hier so Special-Produkte hier, das ist so ein Metall-Tray, das ist ganz cool, aber auch relativ teuer. Aber hier gibt es immer auch wieder mal so Jubiläumsprodukte, was immer wieder mal von ADA gibt, sind meistens hier oben versteckt oder halt hinter der Kasse. Also wenn ihr danach sucht, dann ist es meistens hier. Auch hier die verschiedenen Bücher, die Biografie ist sehr zu empfehlen über der Takashi Amano. Hier die Bücher finde ich sehr cool, die Suke Creator Bücher, sind schöne Aquarien drinnen, ist auch gar nicht so teuer das Buch. Dann hier gibt es auch noch das Buch von ADA von Amano, auch mit schönen Bildern von vielen Aquarien und auch Landschaften. Der Takashi Amano hat ja auch viele Landschaften fotografiert, deswegen sind auch viele Landschaftsfotos in den Büchern drinnen. Auch zum Beispiel das Buch hier, das Sado, besteht glaube ich aus fast nur Landschaftsfotos. Habe ich noch nicht, muss ich mir eigentlich auch mal kaufen. Sollen wir zuerst noch das Fischregal machen? Ja, machen wir zuerst die Fische. Okay, dann, Galerie, dann Galerie, das Beste kommt zum Schluss, okay. Unser Fischregal, zwei Reihen, ist kein super spezielles Regalsystem, speziell für Händler, sondern ist ganz einfach ein Eisengerüst, auf dem ganz normale Aquarien stehen. Das sind 1,40 m, das Liquid Garden 100p, ganz tolles Maß übrigens. Außenfilter, CO2 läuft über einen Inlandiffusor, die CO2-Anlage steht hinten, habe ich jetzt nicht gezeigt, aber der versorgt alle. Und RGB-Beleuchtung, also ist tatsächlich ein ganz normales Aquarien-Setup, nur in ein Regal gebastelt. Sorry, die Mama hat angerufen, da muss man abfilmen. Unser Gedanke war, ganz normale Aquarien, warum? Ja? Ist wahrscheinlich ein bisschen teurer als ein normales Regal und ist auch ein bisschen unpraktischer, aber es hat einen Riesenvorteil. Und zwar funktioniert bei uns jedes Aquarium für sich. Das heißt, wir verschleppen uns keine Probleme. Und so zentral gefilterte Aquarienanlagen in Läden, finde ich, ist immer eine eher schlechte Idee. Denn dann kann es sein, wenn man ein krankes Tier hat oder ein Aquarium mit kranken Tieren, dass sich das ganz einfach durch die ganze Anlage zieht. Das wollten wir auf jeden Fall unterbinden. Außerdem konnten wir so Außenfilter nutzen und nicht so ein Zentralfiltersystem. Und ich bin ein riesen Fan von Außenfiltern, weil die einfach mega gut funktionieren. Hier haben wir dann die Aquarien gedrittelt für unsere kleinen Bewohner, also Zwerggarnelen und die ganzen kleinen Bärblinge, auch ein paar Salmler, also Ziersalmler schwimmen immer hier, wenn die es ein bisschen strömungsberuhigter wollen. Genauso wie Fadenfische, also hier haben wir Honiggouramis und knurrende Zwerggouramis. Da sind diese gedrittelten Aquarien ganz einfach besser geeignet. Und dann haben wir die großen Aquarien für alle Fische, die sich auch ein bisschen mehr bewegen wollen. Wir haben natürlich nur Tiere, die zu unserem Hobby passen. Also die wollen auch in reichlich durchströmten, hellen Aquarien sein, damit sie ins Hobby passen. Und dann war hier der Gedanke, die 5 Aquarien, die hier stehen, layout-technisch zu einem zu vereinen, nämlich in der oberen Reihe und einmal in der unteren Reihe. Das hat nicht so ganz uneingeschränkt funktioniert, ich gebe es gleich zu. Also die Pflanzen haben das noch nicht so zusammenwachsen lassen, wie wir das wollten. Aber ich finde, es ist ganz schön geworden und vielleicht funktioniert das ja noch mit den Pflanzen. Ja, voll. Es ist ja relativ easy eingerichtet, also jetzt keine
richtig komplizierten Pflanzen. Ja. Also auch gleich ein Beispiel für ein einfaches Aquascape für Leute. Ja, genau, also ich finde, dass das ein Basic Aquarium ist. Also die Dekoration ist jetzt hier zum Beispiel sehr minimalistisch, eine Mauer aus Steinen. Ne? Vorne halt der Sandbereich, das finde ich, schaut immer sehr hübsch aus. Und hinten haben wir jetzt Kryptokerinen und Aerocolon. Und das ist wirklich mega einfach und unkompliziert. Wir benutzen noch keinen Flüssigdünger hier. Und trotzdem sieht man gesunde Pflanzen, wenig oder gar keine Algen. Und es sieht ja trotzdem hübsch aus, auch wenn es jetzt nicht so mega spektakulär ist. Ne? Aber finde ich, ist eigentlich ein ganz guter Trade-off. Willst du noch deine aktuellen Top 3 Fische zeigen aus dem Fischregal? Wird jetzt schwierig, aber, ja, aber schnell, spontan. Okay, also ich würde sagen, Mosaikfadenfische. Ja. Einfach nur, weil das wunderschöne Tiere sind. Die sehen halt aus, als hätte sie jemand gemalt. Das ist verrückt. Und sie sind nicht so klein. Das mag ich auch ganz gerne, wenn Fische nicht immer so ganz klein sind. Ja, gehen halt, ist halt bei vielen Aquarien schwierig, aber... Genau, geht natürlich nur in ein groß genuges Aquarium. Ja. In ein 60er Becken kann man jetzt nicht ansetzen. Ja. Das gleiche gilt für die Regenbogen-Elritzen. Unglaublich quirlige Fische und die Farbe ist halt ein Hammer. Also wir haben jetzt gerade erst das Licht aufgedreht vor, ich weiß nicht, 15 Minuten und es sind schon wunderschön bunt, aber untertags nach dem Fressen kriegen die noch mehr Farbe. Da sehen die verrückt aus, also wunderschöne Tiere. Und dann hätte ich einen Klassiker, hier Nanostomus motentalleri, der Purpurziersalmler oder Scharlachroter Ziersalmler. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich weiß, es gibt jetzt schon ganz viele Nanostomus-Sorten, viele neue rote, so wie auch hier den Zeneper, die hier schwimmen, sind auch sehr schöne Fische. Aber mir persönlich gefällt der Motentalleri am besten. Ich glaube, der ist mein Favorite von mir. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt auf keinen vergessen, aber ich glaube. Ja. So, okay, also Fische haben wir ein paar da. So, dann zeige ich euch noch meine Favoriten hier. Ich werde vielleicht ein paar mehr raussuchen. Zum einen habe ich hier die Goldringelgrundeln, die habe ich ja auch zu Hause. Finde ich mega cool, gefallen mir sehr. Dann hier sind aber noch gleich andere Fische drin, was ich auch richtig cool und schön finde. Hier die Dario Black Tiger. Also auch richtig schöne Fische. Beim hier die Männchen, die so richtig schön rot-schwarz gefärbt sind. Und hier sind sie auch meistens Nachzucht und dann gehen sie auch an Granulatfutter, was auch richtig praktisch ist, wenn man da nicht immer Lebendfutter braucht. Das ist bei den Goldringelgrundeln schon eher so, dass die eigentlich auch fast auf Lebendfutter angewiesen sind. Also ich bin auch mit Lebendfutter, manchmal mit Frostfutter geht auch ein bisschen. Aber auch die Garnelen sind auch so ein bisschen Lebendfutter, die Junggarnelen. Aber um Lebendfutter kommt man da nicht herum. Ansonsten finde ich natürlich die Nanostomus auch richtig cool. Ich muss auch sagen, mir gefallen die ein bisschen besser als jetzt zum Beispiel die hier, die ganz rot sind. Ist aber natürlich Geschmackssache. Dann Garnelen gibt es hier auch natürlich einige. Also hier die blauen Garnelen, hier noch Bienengarnelen. Hier rote Garnelen, auch einige Bostonschnecken, was auch immer sehr wichtig sind für Aquarien, damit die schön sauber werden. Es sind auch gestern, glaube ich, Fische gekommen, deswegen sind manche Aquarien noch so leicht bräunlich, weil der Stefan immer Liquitomin dosiert für die Fische. Und hier sind, glaube ich, auch erst relativ viele Amano-Garnelen gekommen. Das ist immer ziemlich voll und nicht ganz 100% klar, weil der Stefan da mehr füttert. Weil hier sind echt viele Amano-Garnelen in den Aquarien drinnen. Und wenn man die nicht zufüttern würde und nicht viel füttern würde, würden die zu wenig Futter bekommen. Sonst die Garof Lavatra, hier die Prachtalgenfresser, gehören auch noch zu meinen Favoriten. Die gehören zu denselben wie die Fische, die so die Hände putzen, wenn man ins Aquarium greift. Das ist, glaube ich, der Gara Rufa, der das so meistens macht, was die benutzen in so Spas. Und der ist auch so, dass er auf die Finger geht und die Finger so ein bisschen abnagt, wenn man die Hände reinhält bei der Maintenance. Wird aber noch um einiges größer, also auch für eher größere Aquarien. Aber ein richtig cooler Fisch. Hier noch die Pautozinklus Haroldoi. Finde ich auch richtig schön. Habe ich selbst noch nicht gehabt. Habe ich immer wieder mal geplant gehabt, aber irgendwie hat es sich nie so ergeben. Sind gerade richtig schöne da. Also hier ist einer. Das schaut auch richtig schön aus. Gefällt mir sehr. Und dann hier, ich glaube, das ist fast sogar mein Favorit. Den sieht man wahrscheinlich jetzt fast gar nicht. Oder die sieht man fast gar nicht. Das sind Dornaugen. Die finde ich richtig cool. Hat sich auch leider noch nicht ergeben, dass ich die halten konnte, aber habe ich auf jeden Fall auch schon geplant. Ich versuche da mal welche zu finden. Sonst müssen wir nachher mal schauen, dass wir die Wurzeln hochheben, damit man da ein paar sehen kann. Weil ich glaube, jetzt schaut es gerade nicht so gut aus. Das ist immer krass, da sind noch viele in dem Aquarium, aber man sieht sie halt einfach nicht.
Deswegen mag sie der Stefan noch nicht so, aber ich finde sie richtig cool. Das gleiche gilt fürs Hardscape. Auch da war uns wichtig, dass wir nicht jedes Material anbieten, das existiert. Also wir haben eine große Auswahl, aber nicht so riesig, weil für uns wichtiger ist, dass die Qualität von dem Material gut ist, als dass wir jedes Material da haben. Ja, und auch genug. Also wenn jetzt zum Beispiel nur so ein kleiner Teil, wo jetzt nur die kleinen Steine wären, mit großen Steinen wären, wäre es natürlich schwieriger. Natürlich, bei manchen gibt es halt nicht so viel große. Zum Beispiel, was du gerade hast, dunkle Pagode. Genau, und immer wieder gehen uns natürlich auch Steinsorten aus. Also ich bemühe mich, ich bestelle eh immer viel, aber es ist manchmal trotzdem so, dass einzelne Steinsorten zur Neige gehen und dann haben wir auch mal weniger da. Aber im Großen und Ganzen versuche ich zumindest so 500 Kilo, eher eine Tonne von jeder Sorte hier zu haben, damit auch wirklich jeder das Layout bauen kann, das er bauen will. Weil ich kenne das, wie das ist, wenn man einen Stein findet, der einem richtig gut gefällt, aber man keinen zweiten oder dritten dazu findet, der halt gut dazu passt. Und dann kann man das Layout, das man sich dann vorstellt, gar nicht realisieren. Und das ist immer frustrierend. Und das will ich eigentlich nicht. Und deswegen haben wir auch da bei den gängigen Steinen immer so große Schütten. Also schwarze Lava ist zum Beispiel, ich glaube, dass das unser Topseller ist. Also ich liebe diese Steinsorte. Die ist so vielseitig und gleichzeitig so dankbar im Aquarium. Deswegen haben wir da immer viel da. Das gleiche gilt für Mini-Landschaft und Drachenstein. Das sind einfach coole Materialien. Und die dann nicht so gut laufen, so wie zum Beispiel der Dark Blue Skyrock. Da haben wir halt nur so eine kleine Schütte. Aber das sind trotzdem richtig große Steinplatten und auch so ganz kleine. Das ist sowieso ein underrateder Stein. Ja, ich finde den auch richtig cool. Und wenn man mal mehr braucht, kann man ja fragen. Meistens ist halt noch mehr im Keller. Ja, genau. Also das Kellerlager zeigen wir euch jetzt nicht, aber da liegen noch Steine rum. So ein paar. Auch Wurzeln, wenn halt mal weniger große da sind oder man richtig viele braucht für ein riesiges Projekt. Ja, genau, manchmal sind ja Leute damit so Swimmingpool-Aquarien, und da kann es dann echt mal passieren, dass das, was hier ist, einfach zu wenig ist, Und dann gehen wir halt einfach, dann sagt es Bescheid, dann gehen wir in den Keller und dann finden wir das richtige Zeug. Aber jetzt ist gerade richtig viel da, also... Ja, also gerade im Sommer. Den Sommer benutze ich immer, um unser Lager so voll zu stopfen, wie es nur irgendwie geht. Also wenn ihr auf der Suche nach Hardscape seid, lohnt sich natürlich auch im Winter, aber im Sommer ist besonders gut. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Hier die Unzahnstones von ADA mit diesen coolen, die man bepflanzen kann. Sehr, sehr coole Steinvariante. Leider nicht so günstig, passt so wie alle Produkte von ADA, aber wirklich einzigartig und total schwarz unter Wasser. Ja, die Farbe ist da echt richtig krass. Dann hier noch zum Hardscape. Also es gibt schon einige Arten, natürlich nicht alle, wie der Stefan schon gesagt hat. Aber hier zum Beispiel das Black Slimboot finde ich richtig cool. Ist immer sehr schön so fein verschmörkelt. Und jetzt hier relativ neu das Juniper Wood. Habe ich ja immer ein 60B verwendet. Ist aktuell mit mein Favorit. Dann hier noch Kienholz, dann noch so Dragon Skin Wood und so Nano Woods, also wenn man so Nano-Aquarien einrichtet und sich irgendwie einen Wald bauen will, ist das richtig gut geeignet dafür. Gibt es einmal Nano und Mini, also verschiedene Größen. Dann hier das Dragon Skin Wood, wo ich nicht so begeistert bin, also das habe ich schon mal verwendet, die dunkle Variante. Aber da muss man wirklich einen Darkstart machen, das Holz gibt so viel Dreck ab, hat so viel Bakterienrasen, ist ein bisschen schwierig. Dann hier haben wir so riesen Baumstämme, also das sind die Spiderwood Woodstumps, also die sind richtig riesig teilweise. Gibt es aber auch ein bisschen kleiner, auch echt ganz cool. Dann haben wir hier richtig viel Driftwood, ist so, mit auch mein Favorit. Ist halt am langlebigsten, also richtig hartes Holz, was halt auch lange im Aquarium hält, hat nicht so viel Bakterienrasen und gibt es halt auch in sehr vielen verschiedenen Varianten, mehr oder weniger. Ich würde immer schauen, wenn man jetzt Holz ersucht, dass man Holz sucht, was zusammenpasst, also wenn man zum Beispiel die Wurzel schön findet, würde ich mir auch so glattere Stücke raussuchen wie hier und dann vielleicht nicht das dazu, weil es dann vielleicht nicht so passt. Also da muss man ein bisschen schauen, dass man nicht einfach verwendet ein paar Stücke mitnimmt, sondern am besten vielleicht hier hinten in der Sandbox ein bisschen baut. Also da kann man sich so ein Hardscape zusammenbauen und kann sich anschauen, wie viel Steine und Wurzeln braucht man. Da ist auch richtig viel Platz. Hier auch mit Zollstock kann man sich abmessen, wie groß das Aquarium ist. Und kann sich dann genau das kaufen, was man braucht. Ist natürlich immer ein grober Entwurf. Also man ist jetzt nicht hier irgendwie 8 Stunden da und baut das perfekte Hardscape, weil zu Hause bekommt man es eh nicht noch wirklich genauso hin. Aber so grob, um zu wissen, wie viel Steine und Wurzeln braucht man, ist es sehr, sehr gut. Ich würde immer empfehlen, noch so 3, 4, 5 Steine mehr zu nehmen. Also dann, wenn man zum Beispiel Lava Paris nimmt,
noch ein paar Steine extra, damit man halt ein bisschen Varianz hat und ein bisschen was noch ändern kann zu Hause. Weil das eigentlich immer so, dass man ein paar mehr Steine braucht. Dann hier haben wir noch Spiderwood, ist auch gerade richtig schön groß, ist auch da. Habe ich schon fast überlegt, ob ich da schon was mitnehmen soll für eins der nächsten Terrarien. Aber es gibt eigentlich immer etwas. Deswegen bin ich da gar nicht so, dass ich immer, wenn ich schöne Sachen finde, die mitnehme. Weil sonst hätte ich einfach schon zu viel zu Hause. Dann hier noch Talabawood, habe ich auch in meinem Biotopstyle verwendet. Finde ich gerade für so Biotopstyle-Aquarien sehr cool. Und dann hier noch da die Corbus-Dumps. Habe ich auch schon verwendet, finde ich auch sehr, sehr cool, weil es richtig so Baumstümpfe sind. Ist auch ein sehr schönes Holz und man, finde ich, mit relativ wenig Holz schon ein schönes Layout hat. Natürlich ist immer praktisch, wenn man Stücke zersägt und irgendwie anders zusammensetzt, wenn man dann genau das bekommt, was man haben möchte, weil meistens findet man nicht die perfekte Wurzel. Aber das ist schon ein cooles Material. Dann hier hat der Stefan ja schon gesagt, hier sind die Standardsteine, die so am besten gehen. Hier unten Drachensteine. Basalt ist gerade aus, also wie gesagt, manchmal sind die Steine auch aus, aber meistens ist von allen genug da. Dann hier die Alpine Stones, also schön strukturierte Steine, also sehr viel Furchen, also auch sehr coole Steine. Dann hier versteinertes Holz, gefällt mir auch sehr gut, also versteinertes Holz bunt. Ist aber, glaube ich, kein richtiges versteinertes Holz, sondern ist ein Sedimentgestein. Aber schaut sehr schön aus, weil das so orange ist, teilweise auch unter Wasser. Ist dann auch richtig schön. Vor allem mit Driftwood finde ich passt das sehr gut. Dann hier mein Favorit an Steinen ist die schwarze Lava. Ist halt, wie der Stefan schon sagt, auch der Bestseller. Und ist halt nicht ohne Grund der Bestseller, weil zum einen sind da richtig schöne Steine da, richtig schön strukturiert. Auch hier die kleinen. Also jetzt gerade ist die Auswahl sehr, sehr gut. Also ich nehme das Video auch in der Woche auf, wo es rauskommt. Also wenn ihr hier was seht, dann kommt vorbei und deckt euch ein mit Hardscape, weil jetzt ist gerade richtig viel schönes Zeug da. Der Vorteil an den Steinen ist, dass sie nicht aufhärten und zu sehr viel Sachen passen. Man kann schön mit Moos arbeiten oder Aufsitzer pflanzen und sie sind auch nicht so schwer meistens. Also jetzt im Vergleich zu anderen Steinen sind die relativ leicht. Dann hier drunter meine Mini-Landschaft, natürlich auch der Klassiker. Bin ich nicht so der große Fan davon, weil die schon relativ stark aufhärtet. Aber trotzdem ein schöner Stein. Und hier noch ein paar andere Steine. Hier Sansui Stones, auch sehr coole Steine. Schwarze Lava, auch ziemlich schwarz, was auch nicht immer so häufig ist. Dann hier die Dark Blue Skybox, was der Stefan schon gesagt hat. Die finde ich auch sehr cool. Habe ich ihn letztens in einem Aquarium verwendet und auch im Terrarium. Dann hier der Klimarock. Den finde ich nicht so besonders, aber ist halt Geschmackssache. Dann sind hier drunter noch einige große Mainstones, also so große Steine nennt man Mainstones. Und da sind einige hier, gibt aber auch viele unten im Keller, also wenn ihr da was braucht, dann einfach fragen. Und sind dann noch entweder kleinere Steine, zum Beispiel von versteinertem Holz, von Basalt. Dann Pagode gibt es nicht so viel große, sondern eher die kleineren bis mittleren. Dann hier noch kleine Mini-Landschaft, kleine Drachensteine, kleine Sansui-Stones und kleine Alpine-Stones, wo es auch sehr schöne kleine Steine gibt, was auch nicht so häufig ist. Also wenn ihr da was Kleines bauen wollt, gibt es auch viel schöne kleine Steine. Jetzt sehe ich gerade, mein Bio-Op hat noch kein Licht. Ja, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, ja, oder? Ich glaube, da kann ich, wenn sie es nachher noch Aufnahmen einblenden. Ja, außerdem muss ich ihn eh putzen. Ja. das Acryl. Ich glaube, ich habe das noch nie sauber gemacht, seit ich ihn aufgebaut habe. Ja, ist bei Acryl immer so eine Sache. Also ja. Und es ist an sich so ein cooles Ding, weil das läuft so von allein, das bewässert sich selbst. Aber dadurch vergisst man auch irgendwie, das sauber zu machen. Ja. Und es steht schon lange auf meiner To-Do-Liste, das zu tun. Okay, so jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsteil des Ladens, zur Galeriefläche. Also ich würde sagen, vom Raum ist das schon etwa die Hälfte des Ladens, wenn man das Fischregal dazu rechnet. Und eigentlich würde ich schon sagen, dass das Fischregal auch ein bisschen Galeriefläche ist. Thank you.
Das hier ist das Wabikusa-Regal. Für alle, die Wabikusa nicht kennen, das sind sozusagen Blumentöpfe aus Aquarienpflanzen. Und da hat man viele Möglichkeiten. So klassische Wabikusa-Bällchen oder kleine Landschaften, so wie hier. Die ist noch sehr frisch. Aber hier haben wir auch eine, die schon ein bisschen trockener steht, also die ist schon älter. Und das finde ich auch immer beeindruckend. Also das hat jetzt der Elias gebaut, wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt. Wie schön auch so ein Mini, ich meine, das ist ein 20er Würfel, wie viele Details man da einbauen kann, das ist sehr, sehr lässig. Wobei ich sagen muss, für mich persönlich sind diese Flaschengärten, die hier unten stehen, die immer so ein bisschen Chaos sind. Die schönste Variante von Wabikusa sind auch absoluter Selbstläufer und eine Bereicherung für jedes Wohnzimmer. Und das Geilste ist, man kann das aus Aquarienabschnitten machen. Ja, ja, also die meisten Aquarienpflanzen sind ja, wie wir gesehen haben, E-Mers gezüchtet. Richtig, ja. Und die kann man dann wieder zurück umwandeln, also dass sie wieder über Wasser wachsen. Wir brauchen halt am Anfang viel Luftfeuchtigkeit, so wie hier, genau. Dass halt am Anfang der Deckel mehr zu ist. Dann kann man es immer weiter aufmachen, damit es dann weniger beschlägt und dann stellen sich die Pflanzen auch langsam um. Ja. Also aber generell mit Deckel ist immer besser als so offene, das kann auch funktionieren. Ja. Aber mit Deckel ist halt immer besser mit der Luft. Ja, bei uns ist das Problem, wir haben jetzt so ein Lüftungssystem im Laden. Das bedeutet, wir haben immer so ein bisschen Zugluft. Und das ist für Wabikusa wirklich schlecht. Weil wenn man so ein offenes Gefäß hat und man hat dann einen Raum, wo sich die Luft nicht so viel bewegt, dann stellen sich die Pflanzen darauf ein und man muss sie auch nicht besprühen oder so, funktioniert gut. Wenn man aber einen zugigen Raum hat, dann wird immer die Feuchte abtransportiert von den Pflanzen, was vielleicht gut für euer Raumklima ist, aber es ist richtig schlecht für einen Wabikusa. Deswegen würde ich euch da eher raten zu so Gefäßen mit einem Deckel. Da kann man dann über den Deckel so ein bisschen einstellen, wie viel Luftfeuchte da drinnen herrschen soll. Dann läuft das Teil auch nicht mehr an. Aber ein bisschen Restfeuchtigkeit bleibt drinnen und vertrocknen euch die Pflanzen nicht. Auf der Rückseite von dem Wabikusa-Regal sind noch die ganzen Wabikusa-Gefäße. Also gibt es einige. Und hier die Balutarien, Forrester-Sets. Ich muss sagen, mein Favorit ist der Glasport Maru 130. Also der steht jetzt gar nicht hier irgendwo ausgestellt. Aber das ist mein Favorit, hier kann man nicht sehen, hat so Löcher, ist so rund, ist mit mein Favorit. Und auch die Neogläser sind auch richtig cool, weil die halt eckig sind. Ist immer zum Filmen und Fotos machen besser, finde ich. Sind die hier mit so einem abgesetzten Boden. Und dann gibt es auch noch die passenden Deckel dazu, damit man die auch abdecken kann. Die sind aber extra, muss man dazu kaufen, weil für alle braucht man die ja nicht unbedingt. Kann man ja auch ohne Deckel benutzen. Hier haben wir jetzt unser Paludarium. Da habe ich zurzeit leider ein bisschen Parasiten, also ich glaube es sind Blattläuse. Hier auf dem Echinodorus-Blatt kann man das sehen, die kleinen schwarzen Pünktchen. Und man kann sehen, die Hydrokotyle hat schon sehr gelitten. Also ich werde die einmal jetzt komplett zurückschneiden und hoffen, dass sich das einfach regeneriert. Lassen wir uns überraschen. Ich sag's euch, das ist im Sommer irgendwie immer das Gleiche. Es fängt ganz klein an und dann hat man ja, viele hässliche Blätter. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber es regeneriert sich zügiger, als man glaubt. Zum Glück ist das hier noch nicht. Also ich warte ja drauf, dass man hier die ersten Schäden sieht, aber bis jetzt schaut es sehr, sehr gut aus. Ist eigentlich ein normales 60er Becken, aber ist mittlerweile auch eigentlich ein Paludarium geworden. Und seit ich diesen Kalkverdampfer hier dran gemacht habe, gefällt es mir noch besser. Da fragen immer die Leute, wie man das macht. Also das ist gar nicht so kompliziert. Das ist ein Ultraschallvernebler. Genau, den habe ich einfach in den Unterschrank gestellt, neben den Außenfilter. Und hier hinten ist der Schlauch und schon schaut so aus, als würde das Aquarium rauchen. Ja? Mega nice. Ja, hier sind Liquid Garden 60p, also die Eigenmarke. Ja, einige Pflanzen muss rauswachsen. Ich finde immer halt, wenn so ein Unter- und Überwasserteil ist, dann ist der Unterwasserteil immer so ein bisschen mit Abstrichen. Ja, weil halt nicht das so viel Licht hinkommt, vor allem mit dem Nebel wahrscheinlich. Ja, ja, also da merkt man auch, wenn der Nebel weg ist, ja. Schaut auf einmal heller aus. Ist es heller unter Wasser, ja. Ja, der Nebel schluckt halt auch einfach Licht. Und sehe, wie du sagst, unter Wasser habe ich auch nur noch einfache Pflanzen, also vor allem Moos, ein bisschen Farn, ein bisschen Blüxa japonica. Hier und da ist noch ein bisschen Helianthium und Storogyne, aber die werden auch eher weniger, als dass sie mehr werden. Das ist genau wie der Pache sagt, die Pflanzen über Wasser haben ganz einfach die Priorität, die stehlen das Licht, die stehlen die Nährstoffe aus dem Wasser und die unter Wasser ziehen im Endeffekt den kürzeren. Bedenkt das, wenn ihr auch sowas plant, unter Wasser sind dann schwierig zu haltende Pflanzen, kein echtes Thema mehr. Ja. Das Coole ist aber, die Pflanzen über Wasser sind umso einfacher in der Pflege. Ich tue eigentlich nichts. Diese Echinodorus, die habe ich ursprünglich von Pache bekommen. Das war ein Trieb mit ein paar Blättern. Und mittlerweile ist es richtig viel. Und man sieht hier auch, wie sich die vermehrt. Also das ist so ein Blütenstand. Da wachsen auch schon die kleinen Pflanzen drauf. Das sind Adventivpflanzen. Und wenn man da ein bisschen wartet, hier hinten sind schon große, dann wachsen da einfach schon große Echinodorus aus einer noch größeren Echinodorus. Und hier kommt auch gerade ein neuer Blütenstand, also
Das ist wirklich ein vermehrungswütiges Kraut. Wenn ihr die mal habt und ihr wollt, dass sich die nicht mehr so stark vermehrt, dann zwickt ihr die Blütenstände einfach ab, bevor die aufgehen. Und ich finde es ganz lustig. Also auch hier, das schaut so toll aus. Ja, das schaut schon auch immer cool aus. Ja. Und halt dann einfach ins Wasser oder halt irgendwo einpflanzen, dann kriegt die Wurzeln. Ja. Also die ist da echt einfach. Also ja, zum Vermehren irre dankbar. Also das ist Echinodorus argentinensis. Ich glaube, das ist die, die das mit am einfachsten ermöglicht, dieses Rauswachsen, weil hier sieht man auch frische Blätter, die halt makellos aussehen. Also die haben überhaupt kein Problem mit der Adaptierung an die Luftfeuchte hier. Und ich weiß, wir sind ein Aquarienladen und alle vermuten, dass wir mega feuchte Luft haben, aber ganz im Gegenteil. Dank der Abluft- und Zuluftanlage ist es bei uns sehr, sehr trocken. Also trockener als für zu Hause sogar gut wäre. Dann gehen wir mal durch die Galerie. Also hier ist ein Liquid Garden 100P, so wie unsere Fischverkaufsaquarien. Das ist mit meine liebste Größe, weil das ist bereits ein großes Aquarium, ist schon 1 Meter breit, aber es ist noch immer ein kleines Aquarium, weil es hat nur 160 Liter. Und auch von der Technik braucht man gar nicht so viel wie dann von einem 120p. Genau. Weil da reicht doch ein Filter, Beleuchtung. Ja, und auch eine kleinere Leuchte. Also ich habe hier zum Thermomaster 600, genau wie in der Fischverkaufsanlage, da reicht ein Filter völlig aus. Ich habe eine 75 cm Lampe, es ist so eine Hyperbar, die leuchtet das Aquarium perfekt aus. Und ich finde, das ist wirklich so die goldene Mitte zwischen kleinen und großen Aquarien. Ne? Fischtechnisch ist schon richtig viel möglich, weil man hat einen Meter Kantenlänge. Ich habe jetzt hier gerade Keilflickbärblinge und Fleckenbarben, ein paar Nanostomus Beckfordi sind noch drinnen und drei Streifen Zweigbundbarsche, die Apistogramma trifasciata. Ich habe, glaube ich, 3 Pärchen eingesetzt. Das Layout ist, würde ich sagen, Classic Amano Hakai Stone angelehnt. Ja, die bekannten Hakai Stones. Voll, und ich liebe dieses Layout-Material. Ist leider gerade nicht der perfekte Zeitpunkt zum Filmen, weil die Hintergrundbegrünung ist Eleucharis montevidensis. Und das habe ich letzte Woche geschnitten, ganz niedrig. Vor 2 Wochen, oder? Ah, stimmt, ist schon zwei Wochen her. Ja. Aber es kommt ja schon wieder. Du hast ja komplett zurückgeschnitten vor 2 Wochen. Ja, ja. Und jetzt ist schon wieder zur Hälfte wieder nach oben gewachsen. Ich muss sagen, die ersten Tage war ich ja erstaunt. Ich dachte, das geht mega schnell, weil 2 Tage nach dem Rückschnitt war es schon 4-5 cm nachgeschoben. Und jetzt geht es aber langsamer. Also jetzt merkt man, dass sich nicht mehr so viel tut. Und ich denke, es dauert jetzt noch 2 Wochen, bis das wieder an der Wasseroberfläche steht. Aber ich glaube, dann schaut es richtig nice aus. Jetzt muss ich mal wieder Moos trimmen. Und ich habe auch gesehen, die Pogosdemon. Ja. Da habe ich anscheinend zu viel gespart mit dem Dünger. Und da werde ich jetzt ein paar Triebe rauszwicken und dann wieder mehr düngen, dass ich die wieder schöner regenerieren kann. Also auch bei uns ist das nicht immer alles ideal. Ja. Dann haben wir hier das Liquid Garden 120p. Das ist dann schon ein großes Aquarium. Das hat der Philipp eingerichtet und damit hat er die beste Platzierung beim IAPLC aus Österreich aller Zeiten gemacht, nämlich den 6. Platz, was ja, letztes Jahr 2023. Ja. Und das ist eine grandiose Platzierung, das ist sozusagen die Weltmeisterschaft. Top 10, das ist crazy. Ja, von 2000 Teilnehmern circa. Ja, ja, ja. Schon sehr, sehr beeindruckend. Ich bin ja gespannt, wie er dieses Jahr abschneidet. Ja. Ja, wie der Pari schon sagt, hier sind dann bereits 2 Außenfilter im Spiel. Also ich habe hier einen kleinen JBL und hier einen großen Biomaster, der 850er. Und das ergibt einfach ein ideales Strömungsbild. Das ist wichtig, wenn die Aquarien lange stehen sollen. Und das ist auch immer unsere Mission. Wir wollen zeigen, dass Aquascaping gar nicht kurzlebig ist, wenn man es richtig betreibt. Also das hier hat jetzt 3,5 Jahre am Buckel und sieht pipi fein aus. Ja. Also das ist wirklich gar kein Drama. Es ist halt das richtige Setup und die richtige Pflege notwendig, wie bei jedem Aquarium. Das Aquarium ist ja so ein halbes Jahr jetzt. Genau, das ist frisch, das ist ein halbes Jahr. Das ist richtig alt. Das müsste jetzt 4 Jahre oder so. Ja, ja, ja. Das haben wir im alten Laden schon lange stehen gehabt. 4 Jahre kommt wahrscheinlich ganz gut hin. Ja. Und die Aquarien entwickeln sich ja dann auch immer. Es ist ja nicht so, dass es nach einem halben Jahr final aussieht und dann 4 Jahre später genauso aussieht. Da habe ich ein richtig gutes Beispiel. Schau mal da hinten. Ja. Da hängen ja Fotos von unseren Aquarien. Und eines davon steht auch noch hier. Also wir haben hier Fotos von dem 120p bei der Eröffnung. Da habe ich mitgemacht 2019 bei mir PLC. Eingerichtet habe ich es Anfang 2018. Ein Jahr später sah es dann so aus. Da habe ich die Bepflanzung ein bisschen verändert im Hintergrund und andere Fische waren drin. Das ist ja praktisch als Händler mit den Fischen. Kann ich immer verkaufen und dann andere nachsetzen. Und jetzt schauen wir es uns mal an. Jetzt schaut es ganz anders aus. Jetzt haben wir 2024 und das Aquarium hat noch immer das gleiche Layout.
aber ganz andere Bepflanzung und das Wahnsinn, wie anders dadurch ja, und vor allem sah es ja dazwischen auch nochmal ganz anders aus, weil ja ein Bodendecker vorne war. Stimmt, genau. Zwischendurch also, hatte ich den Sand abgesaugt und dann waren vorne Säulen und bodendeckende Pflanzen. Das sah es nochmal anders aus und das fand ich auch richtig cool, dass über die Jahre jetzt so rückwirkend zu verfolgen, wie anders das gleiche Layout mit nur anderer Bepflanzung aussehen kann. Ich finde jetzt vor allem durch das Moos sieht das Aquarium viel dschungeliger aus, aber natürlich auch durch die großen Büsche, Hintergrundpflanzen. Ja. Ja, wahrscheinlich hätte man 50 Fotos machen können, das immer anders aussieht, ja, aber immer richtig gut. Ja. Also das ist ein richtig gutes Beispiel und das ist jetzt 5,5 Jahre alt, circa. Seit es den Laden gibt, also ja, wir haben Jänner 2018. Nein. 2019 aufgemacht. Und das Aquarium hatten wir schon davor eingerichtet. Also ich glaube, im Dezember 2018 haben wir es gestaltet. Und jetzt steht es ja noch immer gesund da. Und ich finde auch dieses Aquarium ist ein wunderbares Beispiel für die Langlebigkeit eines Aquascapes, weil natürlich ist es jetzt schon alt und es ist ein bisschen anders in der Pflege geworden dadurch. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir uns einig, es ist ein gesundes, schönes Aquascape. Und man kann das noch viele Jahre weiter betreuen, wenn man Lust drauf hat. Ja, ist gar kein Drama. Schauen wir uns das gleich noch genauer an und gehen wir nachher wieder zurück. Ja. Das ist ja das alte 120p-Maß, also nur 45x45. Genau, das ist 1,20 Meter. 45, 240 Liter, also ein kleines 120er. Ist ein Voll-ADA-Set, also der wunderbare Schrank aus Japan, der hat eine echte Besonderheit. Eigentlich sind es zwei, die eine davon ist aber nervig. Er hat nämlich kein Push-to-Open, sondern hier unten sind so Griffstücke eingefräst. Aber das ist der einzige Unterschrank, den ich kenne in der Größe, der keine Mittelwand hat. Das ist, finde ich, dann doch was Besonderes. Ob es den Preis rechtfertigt, da wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Und er ist richtig leicht, also wo wir umgezogen sind, was echt erschreckend, wie leicht der Schrank ist. Er ist hohl, also es ist so ein Rahmen und es klingt auch so, hört man gleich. Ja. Ist einfach ein hohles Ding. Da sind Holzfurnierplatten drauf und drunter ist ein Gerüst aus Hartholz und das ist eigentlich die Tragekonstruktion. Ja. Und das ganze Setup, also der Unterschrank und das Glas ist ja schon älter, das hattest du ja schon vorher. Das habe ich mir noch vor Ladengründung privat gekauft, das stand bei mir im Wintergarten und hat mich auch zu Hause sehr froh gemacht. Da hatte ich aber tatsächlich nur zwei Layouts daheim, bevor wir dann den Laden aufgesperrt haben und ja, seitdem steht es im Laden. Ja. Mit diesem Layout. Also das heißt, das dritte Layout in dem Glasl, obwohl ich es jetzt schon fast 10 Jahre habe. Bin ich alt, ja, ist furchtbar. Naja, Beleuchtung ist auch ADA, also da ja, will man gar nicht so viel drauf eingehen. Ist alles nicht so günstig, aber sehr, sehr nice. Das Aquarium ist jetzt aktuell richtig voll bepflanzt. Ja. Mir gefällt es auch richtig gut. Ich glaube, es gehört auf jeden Fall zu den Favoriten von mir. Aber ich glaube, ich könnte mich auch nicht entscheiden, welches Aquarium ich am besten finde von der Galerie. Ja, muss man sich ja nicht entscheiden, zum Glück. Ja, voll. Aber ich finde die Fische hier immer toll. Also das sind Rotflossen-Schreckschwimmer. Eterias Redtail, die habe ich hier auch bei mir. Sind coole Fische. Ja, die sind richtig cool. Dann hier noch die Mozelsangler, die gerade noch ein bisschen versteckt sind. Also wie gesagt, das ist halt noch vormittags. Ja, wobei man sagen muss, es sind nicht mehr so viele drin. Also ich habe noch so um die 30, hätte ich gesagt, vielleicht 20 bis 30, sagen wir mal so. Und seit die Gruppe kleiner ist, sieht man die einfach weniger. Okay. Und sonst sind jetzt noch Schmetterlingsgrundbarsche drin. Ja. Ja, das ist einfach ein paar. Classic Zweigrundbarsch. Ja, vor allem muss ich auch sagen, die Fische werden ja auch verkauft aus den Aquarien. Genau, ja, das sind auch, also, ist auch Verkaufsaquarium tatsächlich. Also wenn ihr Fische wollt, dann fangen wir die auch hier raus. Das ist überhaupt kein Drama, dauert vielleicht mal 1-2 Minuten länger, aber dafür haben wir die Kaffeemaschine. Ja, genau. Dann gehen wir wieder zurück. Ja, ich weiß nicht, bei dem 90er, ich glaube, da können wir noch nicht so viel machen. Ich stelle mich da so ein bisschen davor. Ja. Also hier hat der Philipp ein Diorama-Layout gebaut, das sehr detailreich und sehr, sehr schön ist. Wenn ihr das genauer sehen wollt, dann müsst ihr vorbeikommen, weil das ist jetzt auch wieder Teilnahme-Aquarium für einen Wettbewerb und der Philipp ist da immer sehr engagiert und motiviert, gut abzuschneiden. Und leider sind die Regelungen jetzt ein bisschen straffer, dass man die Teile nicht mehr so richtig im Voraus veröffentlichen darf. Deswegen stehe ich jetzt davor und kann es euch nicht zeigen, aber es ist ein cooles Setup, es ist ein Aquarell
Ultrascape 90, also das ist 90 cm breit und 60 cm tief, 45 hoch, und das ist ein richtig cooles Maß für Aquascaping. Es ist einfach viel Platz für die Gestaltung, und auch wenn man hier mal schon mal von der Seite, wenn man hier schaut, wie der Philipp den Platz benutzt, der hat vorne ganz wenig Sand und hinten haben wir, ich weiß nicht, 30 cm Bodengrund, also das ist ein richtig steiler Anstieg und alles ist voll mit Dekoration, da kommt ein toller Tiefeneffekt zustande und das geht halt in solchem Maßen besonders gut. Ja, vor allem die Videos dazu werden ja auch noch kommen, so in August, September. Wird noch ein bisschen dauern, bis die kommen, aber die kommen. Und ich glaube, die werden auch wirklich sehenswert, weil der Aufbau mit dem blanken Glas startet und der Philipp dann diese kleine Welt vor sich hin bastelt. Ja. Und man muss sagen, es ist ein relativ günstiges Setup, also das Aquarell Ultrascape. Die Lampe ist mittlerweile ausgetauscht gegen eine Giros Pro. Ja. Ist halt gerade für so einen Layout, war die standardmäßige halt nicht die, so. Die ist ja an sich gar nicht schlecht, also die ist auch nicht zu schwach, aber das Problem ist halt, wenn man so viel Überhänge hat und gleichzeitig so lichthungrige Pflanzen verwendet, dann braucht man einfach mehr Power. Und die WRGB Pro von Chihiros ist halt die stärkste Balkenbeleuchtung, die man so kriegt. Und das hat sich angeboten, die hier zu nutzen. Sonst muss man auch sagen, ich finde, preis-leistungstechnisch sind die Dinge schwer zu schlagen. Der Unterschrank ist halt so im IKEA-Style, den muss man selber zusammenbauen, aber ich denke, jeder mit einem Schraubenzieher kriegt das hin. Ist eine wirklich coole Sache für die Budget-Seite. Ja. Dann kommen wir zu unserem Koloss aus der Galerie. Das ist ein Oase Highline 600, das 1,60 Meter Aquarium von Oase. Eine wunderbare Aquariengröße. Passt halt nicht mehr in jedes Zimmer. Ja. Muss man immer schauen, wie sich das Ganze ausgeht. Und hier haben wir zurzeit Santa Isabel Scalare. Wunderschöne Tiere, gefallen mir sehr, sehr gut. Dazu natürlich Schmetterlingsbuntbarsche, weil die sind einfach cool. Und die Fische mit diesem unglaublichen Schwarmverhalten. Ich muss euch das mal zeigen. Die sind echt mega cool. Die sind auch noch kleine, die sind ja relativ frisch. Genau. Und die werden halt leider so groß. Die sind zwar schon cool, weil sie auch so groß sind, aber halt dann für nicht so viel Aquarien. Ja, also ich würde sagen, wirklich. Ab 1,20 Meter kann man die halten. Besser wäre 1,50 Meter so wie hier. Und dann eine schöne große Gruppe. Und das Schwarmverhalten ist unglaublich. Also das sind Minkhausia costae, Signalstreifen, Salmler. Und ich liebe sie. Also wunderschöne Fische, relativ schmucklose einzelne Tiere, aber das Schwimmverhalten ist grandios und ich finde, das Schwimmverhalten ist fast das Wichtigste bei den Schwarmfischen. Mhm. Ja, die glauben jetzt, dass ich sie füttern will, aber Jungs und Mädels, ihr müsst sich noch ein bisschen gedulden. Sonst, was soll ich euch sagen? Es ist ein unkompliziertes Layout. Hier war mein Gedanke, ein Aquarium aufzubauen, das jeder nachbauen kann und das ganz einfach in der Pflege ist. Hier kommt kein Flüssigdünger rein, hier laufen zwei Außenfilter, eine CO2-Anlage und anständige Beleuchtung. Und das Aquarium pflegt sich eigentlich von allein tatsächlich. Also das ist sehr, sehr dankbar, unkompliziert im Aufbau, einfach in der Pflege, trotzdem hübsch. Ja, es war ja auch an einem Abend oder einer Nacht eingerichtet, komplett mit Bepflanzung. Aber das klingt immer für alles, was wäre jetzt gar nichts Besonderes. Jeder baut ein Aquarium an einem Tag. Aber der Philipp hat an dem Aquarium mehrere Monate gebaut, zwar nicht durchgängig, aber halt immer wieder mal. Ja, es ist ja für uns auch der Standard, dass das Aufbauen ein paar Tage zumindest dauert. Man vergebt halt ein bisschen und dann schaut man sich es nochmal an, dann verändert man noch was. Wie lange hast du auf deinem 1,20 Meter Aquarium gebaut? Das waren ja auch ein paar Wochen. Ja, also bis ich an sich auch fast 8 Wochen, also wo ich gebaut habe, also mit Pausen natürlich mal. Eine Woche auch nichts gemacht, aber... Ja, braucht man ja auch. Die kreativen Batterien müssen sich wieder aufladen. Aber das hier war ja wirklich so, alles reingelegt, okay, schaut nett aus, ein bisschen Klebstoff drüber, fertig. Und genauso schaut es jetzt ja auch noch aus. Und das ist ja so ein biotopmäßiges Layout, finde ich. Mit den gemischten Steinen schaut es auch sehr natürlich aus. Und der Bewuchs hat sich zwischendurch ein bisschen verändert, aber im Großen und Ganzen ist es so geblieben, wie es war. Und also es ist halt wirklich easy cheesy und trotzdem hübsch, ja. Und noch das einzige Aquarium mit Abdeckung, sonst sind ja alle offen. Ja, 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 also stimmt. Aber nein, eigentlich nicht. Also wir haben ja hier noch ein leeres. Also ja, stimmt. Das wird unser zweites Aquarium mit Abdeckung. Ja. Aber das ist leider noch leer. Aber das macht auch Dinge möglich, so wie zum Beispiel Beilbauchsalmler zu halten. Hier haben wir Platinbeilbäuche. Die könnte man in offenen Aquarien einfach nicht halten. Ja. Ach, tolle Fische. Okay, jetzt haben wir hier einen Zwerg. Das ist tatsächlich nur ein Provisorium. Deswegen auch hier der Low-Budget-Unterschrank aus 4 Sansui-Kisten. Ja, da stand in der Oase Scapeline 100, das ist verkauft. Genau, das ging weg. Und das hier ist tatsächlich auch schon weg. Also das ist ein Kundenauftrag, das liefern wir demnächst aus. Wir haben uns nur
vereinbart mit dem Kunden, dass wir es fertig eingelaufen ausliefern. Deswegen lassen wir sie jetzt anwachsen. Das braucht noch so 2 oder 3 Wochen und dann wird es ausgeliefert. Und dann kommt wieder ein größeres Aquarium her. Aber es ist auch ein richtig nice Layout geworden. Classic Iwagumi mit der Sansui Lava und einer Pflanze, die wir viel zu selten verwenden. Das hier, Ranunculus inundatus, der Hahnenfuß. Wunderschöne Pflanze und das müssen wir öfters einsetzen. Also ich hatte ganz vergessen, wie schön die aussehen kann. Ja, ja, vor allem auch die Sansui Stones hier sind halt auch richtig nice. Also die schön geschichteten Lavasteine. Ja, die, die härtet ja am Wasser aus und dadurch hat man diese Schichten, wenn das erkaltet und dann kommt ein neues flüssiges Gestein drauf und dann wird das eben geschichtet dadurch. Ja. Und ich finde, das ist wie wenn ein Lavastein und eine Schieferplatte ein Baby bekommen, dann wäre es eine Sansui-Lava. Ja, es sind 60er Becken, es sind keine Fische drin, werden auch keiner reinkommen, weil es demnächst ausgeliefert wird. Ja, voll. Da hinten sind noch Büros, das ist nicht öffentlich. Ja, da schauen wir auch lieber nicht rein, das ist voll das Chaos. Dann sind wir jetzt wieder hier beim Oldtimer-Aquarium, das 1,20er. Dann haben wir hier ein 90p, ebenfalls ein ADA-Set, mit unseren Steinen, die wirklich nice in Szene gesetzt sind. Also der Philipp hat das eingerichtet. Da war so ein bisschen ein Layout von Amano selbst, die Vorlage. Im Sumida Tower gibt es auch noch so ein großes 4 Meter Aquarium, glaube ich, ist das, oder? Ja. Ob es nicht sogar 6 Meter ist, weiß ich nicht. Ja, also auf jeden Fall ein riesiges Aquarium. Ein kleiner Teil davon nachgebildet. Genau. Also sieht man auch mal, wie die Steine so in Aquarium in Action aussehen. Ich finde es ja immer lustig. Also die Steine wirken so massiv und fast schon wie so richtige Brocken. Also die haben nicht so viel Struktur. Aber wenn die coolen bepflanzt werden, so wie hier, dann schauen die Steine gleich viel dynamischer aus und natürlich auch viel weniger, weil die Pflanzen einfach einen guten Teil verdecken. Und diese coolen, in denen man die Pflanzen einsetzt, sind einfach mega praktisch für genau solche Pflanzen wie hier, Hydrocotyle tripartita oder Hygrophylla pinnadifida. Und das ergänzt sich grandios und da hat man so einen schönen Pflanzenbomber. Und das ist noch ganz jung, also das Aquarium steht jetzt seit, ja, ich würde mal sagen 3-4 Monaten. 4 Monaten, ja, sowas. Und der Philipp hat schon 2-mal geschnitten und es entwickelt sich super prächtig. Also neutrales Gestein, viel Säulbodengrund, eine anständige Lampe. Das so ein Aquarium macht einfach viel Freude, weil es ständig vor Gesundheit strotzt, eh so wie jetzt. Ja, ja, es war ja auch eher spontan, dass das Aquarium neu gemacht wurde. Ja, das war ja so ein kleiner Fail. Das Iwagumi neu machen mit demselben Layout. Also aber davor, da sind wirklich alle Steine zerbrochen. Und genau, davor war nämlich ein Iwagumi hier und das wollten wir rescapen und da hatten wir so eine Late-Night-Session und dann ging aber leider der Mainstone kaputt und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir ein Unzahnstone-Aquarium noch nie in der Gallery hatten. Und der Philipp hat dann zusammen mit dem Mario das Layout gebaut und bepflanzt. Und da habe ich sogar mal die Kamera gehalten, weil also das ging ziemlich lang. Und das ist dabei rausgekommen und ich liebe es. Also es ist ein richtig cooles Aquarium geworden, weil es so einfach ist. Also ich mag das einfach gern. Das gleiche gilt nämlich für das Nachbar-Aquarium. Ein 60P45, also ein tiefes 60er Becken. Das ist auch eine eher spontane Geschichte gewesen und ist auch so einfach, weil die Lavasteine hier, das sind Lava Pebbles, also so Rundlinge, die sind mit Riccia und mit Chrysanthemum Monte Carlo eingerappt, also so bebunden. Und dahinter sind so nett avancierte Stängelpflanzenbüsche und that's it, ja, das war's. Und das macht ein Aquarium mega attraktiv, wenn das so einfach ist. Ja, und ich mag das sehr, sehr gern. Also das müsstet ihr mal am Nachmittag sehen, da steht das Riccia schon komplett in Blasen. Riccia fluidans ist einfach so eine verrückte Pflanze. Und die Solar-RGB zaubert natürlich auch die Farben aus den Pflanzen raus. Also das ist eine gute Kombination und auch ein sehr, sehr hübsches Aquarium nach meinem Empfinden. Ja, ist auch ein cooles Maß, also 60P45 von ADA. Also kann man kurz sagen, Tiefe. 60 breit, 36 hoch, so wie das normale 60er. Ja.
Hier steht eher normaler 60er, aber 15 cm tiefer, also insgesamt 45. Und das ist auch wieder gerade für die Gestaltung ein Traum, wenn man viel Grundfläche hat. Ja. Das Einzige, ich finde es ein bisschen undankbar mit der Beleuchtung. Ja, das stimmt. Die meisten Balkenleuchten sind da schon stark an der Grenze. Ja, und dann kann man halt eine Solar-RGB nehmen oder zum Beispiel eine Hyperspot S, würde auch noch, denke ich, gut passen. Eine Hyperspot S würde, also diese hier in kleiner würde gut passen. Oder was zum Beispiel auch ganz gut geht, ist von Chihiro so eine Vivid Mini. Das ja, passt stimmt. auch ganz gut. Die muss man auch ein bisschen erhöht hängen, so wie jetzt hier die Solar-RGB, dann passt das gut. Aber ich glaube, besser ausgeleuchtet wäre es tatsächlich mit einer Hyperspot, weil die einfach so schön tief ist. Ja. Mhm. Passt wunderbar zu den Beckenmaßen. So, dann haben wir hier das schönste 60er Becken aus der Runde, wie ich finde. Das hat der Christoph eingerichtet. Das ist ein grandioses Layout geworden. Also diese geschwungenen Driftwood-Stücke mit den Basaltsteinen, das ist eine sehr, sehr schöne Kombination. Und ich mag den farbenfrohen Hintergrund. Also schaut euch das mal von oben an. Das schaut so prächtig aus, wie so ein, ja, wie so ein Blumenbeet. Sehr, sehr schön arrangiert. Und auch die Pflanzenauswahl ist wirklich cool mit dem Nymphaea gardneriana, das schaut einfach toll aus. Ja, also richtig bunt, eigentlich fast so herbstlich fast wirkt das, ja, finde ich. Ja, und auch die Fische passen gut dazu, also die kleinen Pfeffersalmler, da hat er Ananostomus rubocordatus eingesetzt und Augenfleckbärblinge dazu. Also das ist eine richtig schöne Fischkombi, steht dem Layout wirklich gut. Ja, ein richtig schönes Moos, das sieht ein Smiroshaki. Ja, ah, das ist auch sehr, so sehr toll. Cool. Ja, ja. Also schön große Wedel. Oder Fächer, weiß nicht, wie man dazu sagt sonst. Ich glaube, man müsste Poly sagen. Ich weiß es ja, nicht. Also, ja. Oder, nein, wobei, man kann von Blättern sprechen beim Moos. Okay. Also das ist ja ein Laubmoos, da glaube ich, kann man Blätter sagen. Also wie sie denn sind, Gabelzahnmoose, da gibt es einige. Und das Miroshaki ist eines der schönsten, wunderbare Sorte. Ja, und dann haben wir hier noch ein echtes Highlight. Ein leeres Aquarium. Ja, das wird unser erstes Raumteiler-Aquarium und ich warte noch auf das passende Holz. Das wird es hoffentlich bald mal geliefert, dann können wir es einrichten. Hier haben wir auch noch Pläne vor, die verrate ich euch jetzt aber noch nicht. Ja, voll. Also hier so ist die ADA-Ecke in dem Bereich und sonst sind die anderen Aquarien. Ja, oder weniger. Wir hatten das mal vor, so thematisch zu splitten. So ein bisschen hat sich vermischt, weil Beleuchtung und so zum Teil. Genau, ist, ganz konnte man das nicht umsetzen, aber ich glaube, so zu 90% hat es funktioniert. Ja, und das war's auch schon. Größer ist der Laden tatsächlich nicht, aber ich finde, wir können hier alles zeigen, was uns gefällt und alles anbieten, was man braucht. Und ich selber, ich verbringe ja recht viel Zeit hier. Ja, vielleicht noch zu den Aquarien. Die pflegt ihr ja selbst. Also du und der Philipp, ja, der und der Christoph, jeder, der das Aquarium eingerichtet hat. Genau das ist das System. Also wir wollen alle Aquarien selber einrichten, also der Christoph, der Philipp und ich. Und jeder pflegt das, was er einrichtet. Das heißt, wenn man sich dazu entscheidet, ein sehr pflegeintensives Layout zu bauen, dann pflegt man das selber, genauso wie bei pflegeleichten. Ich habe vielleicht bemerkt, dass meine sehr pflegeleicht sind. Ich finde ja, auch die Pflege des Aquariums bringt so einen gewissen Charakter rein, weil jeder macht die Dinge ein bisschen anders, jeder schneidet ein bisschen anders, jeder pflegt vielleicht seine Mooshäufchen ein bisschen anders und dadurch entwickeln sich die Aquarien auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wer die pflegt. Und ich finde, in der Galerie merkt man das ganz gut, jedes Aquarium hat so seinen Charakter und gerade die Handschrift von Philipp sieht man sofort. Ja, ja, voll, ist ja auch wichtig, dass die Aquarien auch gut aussehen, dass die gut gepflegt sind. Ja, aber es ist ja weiterhin auch unser Hobby. Also ich will auch gar niemanden anstellen, der jetzt die Aquarienpflege übernimmt, weil das ist ja der Grund, warum wir einen Aquarienladen haben, weil wir Aquarien gerne pflegen wollen. Und gerade in der Galerie ist es natürlich ein Schlaraffenland für uns. Wir können aus den Vollen schöpfen, haben das coole Zeug, wir können die Aquarien oft neu machen, wenn wir wollen. Wir können neu besetzen, wenn wir wollen. Also das ist einfach eine angenehme Situation und so können wir das Hobby mit unserem Beruf einfach schön verbinden. Ja, und ihr seid ja auch im Verkauf, du, Christoph und Philipp. Ja. Also könnt ihr auch richtig beraten, wie die Leute zu so einem Aquarium kommen. Was ja auch wichtig ist, weil nur verkaufen macht ja auch nicht so viel Sinn. Nein, nein, nein. Also das ist ja unsere Aufgabe als Fachhändler, ist ja zu zeigen oder zu erklären oder zu empfehlen, wie man ein Aquarium bekommt, das so ist, wie man es sich am Anfang gewünscht hat. Da muss man immer dazu sagen, Aquarien können sehr unterschiedlich sein. Also zum Beispiel, wenn ihr ein Malawisee-Aquarium bauen wollt, dann kommt es besser nicht zu uns, weil ich habe keine Ahnung von Malawi-Buntbarschen. Aber wenn ihr Aquarien in dieser Art haben wollt, dann können wir euch das erklären, dass es genauso wird wie hier, weil
Aquarien funktionieren grundsätzlich immer gleich. Wenn man das Gleiche macht, kommt das Gleiche raus. Also was die Aquarien angeht, kann ich mich echt nicht entscheiden, welches ich am schönsten finde. Sind alle richtig schön. Ich glaube, das 120p, das älteste Aquarium, ist mit mein Favorit. Vor allem auch am längsten, weil es immer wieder richtig gut ausschaut und überraschend ist. Aber auch jetzt hier, das 90p, ist auch aktuell richtig schön. Also da fällt dann die Entscheidung echt schwer. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Aquarium euch am besten gefällt. Würde mich auch sehr interessieren. So, das war's mit der Ladentour. Vielen Dank für die ganzen Infos. Kommt gern vorbei in Wien, Hitzinger Hauptstraße 66. Das finden wir. Ja. Aber ja, kommt vorbei und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.